Ja, hallo Leute, der IceAge88 hier. Wir spielen weiter The Legend of Zelda Link's Awakening. Ich habe mich noch mal ein bisschen schlau gemacht, was wir noch zu tun haben, weil ich wirklich, ich wusste zwar, wo wir noch hin müssen, aber die ganzen Tauschrezepte, die wir haben, war ich schon überlegen, wie wir die noch einlösen können. Ich weiß jetzt auf jeden Fall schon mal, wer den Hibiskus bekommt. Den geben wir eben ab. Und wenn wir ihn dann abgegeben haben, machen wir uns auf den Weg zum nächsten Dungeon. Ach shit. Und auf dem nächsten Weg Richtung Stadt geben wir dann das nächste Item ab. Und dann muss ich schon wieder gucken, wie es denn dann weitergeht. Ach crap. Stirbst du. Stirb, Sau. Ach nee. Ich muss hier runter ins Zoodorf. Scheiße. Soundlag immer, ich hab keine Ahnung, was der Kacke mal soll. So. Hier wohnt Frau Ziege. Dr. Wright, ganz am Anfang, neben dem Sumpfdorf, hat uns ja gesagt, dass er ihr immer Briefe schreibt. Oh, wie entzückend von dir, du hast mir einen Hibiskus mitgebracht. Wenn du so ein Gentleman bist, könntest du mir einen Gefallen tun? Nö. Ja, komm. Könntest du mich einen Brief zu Dr. Wright bringen? Er lebt am Rand vom Zauberwald. Bitte. Machen wir doch glatt. Wir sind doch lieb. Ja, so. Hätten wir das erledigt. Und jetzt geht's ab. Den Schlüssel besorgen für den nächsten Dungeon. Derby. Ja. So. Einfach außen rum, so. Was sollen diese scheiß Soundlacks denn immer? Uhu, uhu. Uhu, uhu. Zwei Schreine. Einer im Norden von hier, der andere im Süden. Geh erst nach Süden, wo die alten Ruinen vom Windfisch erzählen. Die Reise lohnt sich bestimmt. Ja, ganz bestimmt. Oh, ab, du Flieger-Ding. Also, okay. Oh Mensch. So. Falsch wie immer. Ist hier richtig? Nein. Ja, wer The Minish Cap gespielt hat, weiß auch, woher diese Viecher stammen. Ja. Mensch, Mist. Dann wieder der falsche Weg, war ja klar. Pff. Was diese Soundlags immer sollen, richtig verstehen tue ich es nicht, weil ich habe einen Quad-Core, 4 GB DDR3 RAM drin und keine Ahnung, trotzdem habe ich ab und zu diese Soundlags, ob es Fraps schuld ist, weiß ich nicht, aber ich kann mir schon fast nicht vorstellen, dass Fraps selbst einen Quad zum Buckeln bringt. Ach, hau da ab, du. So, hier ist der nächste Schrein. Das ist nicht der nächste Schrein, sondern hier bekommen wir den Schlüssel. Hier von... Aber wie man den jetzt killt? Ich meine, mit Pfeilen musste man... Wie mit aus. Ja. So. Nicht vermanscht aus, so weg. So, so. Da, die don't belong in this world. Da haben wir den Schlüssel. Der Maskenschlüssel. Er gehört nun dir. Yay! So, machen wir doch mal Licht. So, zack, zack. Oh, ein Bild. O Eiland Kokolint, bist nur eine Illusion. Die Menschen, die Monster, das Meer, der Himmel sind nur ein Traum des Windfischs. Wächst du den Träumenden, so wird sich diese Insel in Luft auflösen, wie eine Seifenblase zerplatzen. Was? Alles nur eine Illusion? Schmoll? Schmoll? Menno,
Bin ich traumböse. Keine neuen Pfeile. Mist. Ach, da ist sie wieder. Du hast also das Bild gesehen. Natürlich weiß man nicht genau, ob Kukulin tatsächlich nur ein Traum des Windfischs ist. Leider weiß man immer erst nach dem Aufwachen, dass der Traum nur ein Traum gewesen ist. Im Moment kennt die Wahrheit nur der Windfisch. Vertraue deinem Gefühl. Irgendwann wirst du es genau wissen. Diamond Bill. So. Weg mit dir. Don't versperr mir the way. When you think you can beat me, then you're on the woodway. Kann man die irgendwie mit Pfeilen zerstören? Nö, na klasse. Enthaken? Na klasse, können sie nur wieder einfrieren. Das hat aber auch seinen Vorteil. Wenn ich hier dann richtig stehen würde. Oh. Und jetzt mal schon wieder blitzen, blitzen. So, bam, bam, die. Rote Blubbels, grüne Blubbels, oh. Überall Blubbels, die wollen mich alle töten. Warum habe ich denn so ekelhaftes Soundlack in den Ohren? Nö. Im Moment. Lebt der Fisch ewig, der Held wird zur Erde. Wieder vor dir eine Muschel. Ne, Herzchen. Aber damit hört ihr nicht das Gedudel aus. So. Hippie. Nicht mehr? Ja, ich weiß, ist doch ein bisschen lame, aber Herzchen sind immer toll. Ne, keine mehr da. Und viel mehr. Die sterben. Ist hier drunter was? Mal geguckt, weiß ich nicht. Nö, kann ich nicht. Kein Touch der Sturm. Weg. Das muss alles weg. Und war das doch gleich. Werner? Weg. Ja, sehr schön. Merke, immer der längste Weg ist der richtige Weg. Oh, Bombi. Oh, hier haben wir auch langsam mal gucken, ob ich neue bekomme. Oh, lass mich deine Wunden heilen, entspanne dich und schließe die Augen um. Danke, reicht doch schon, kannst verziehen. So, weg. Wir haben noch keine Zeit. So, hier hinten war noch eine Höhle. Mal schauen, wo uns das hinführt. Nee, nicht mehr hier. Fuck you! Scheiße. So. What haben wir hier? Soll ich das wirklich tun? Können wir nachher gucken. Jetzt noch nicht. Weil wir stehen sowieso kurz vom Dungeon-Eingang hier hinten. Oh, leck mir doch am Arsch. Scheiß Drecks Bombenviecher, Mann. Ich will wieder die Om-Fee besuchen. So. Einmal Om, bitte. Wollen wir deine Wunden heilen? Ich war nicht, ich kriege mir auch. Om. Heal me and go. Go away. Bye. So. So folks, this is an English Let's Play. Welcome to Link's Awakening. My name is IceAge88, and I will show you how to beat the Legend of Zelda. Yeah. I know, I speak English very well, but the words are not so schnell. Hi! Treffen sich Haifisch und Thunfisch.
Boah, lecko funny. Geht doch. Verarschung. Schiebung. Das war Schiebung. So. Schlüssel rein. Und es öffnet sich der Weg zum zweiten Dungeon. Zum zweiten Dungeon? Nun ja. Nein, zum sechsten, oder? Ja, zum sechsten Dungeon. Level 6, Maskentempel. Ich weiß, welches Item man hier bekommt, aber das war's im Großen und Ganzen auch schon. So, hier waren... Genau, Magier! Oh. Man lernt sie noch hassen. Weil ich nicht mehr genau weiß, wie man die umbringen kann. Bevor sie mich wieder killen. Ach nö. Die. Ich weiß, dass die oben sein müssen. Probieren wir es aus. Zack. Uah. Das wünsche ich mir genau wieso, aber ist doch egal. So, was haben wir hier Feines? Och nein! Was ist das wieder mit den Pferden? Oh, nö. So. Bomben. Bomben sind praktisch. Da haben wir nicht mehr welche von. Pfeile auch. So, holen wir uns nochmal welche. Wo ist die Feder? Boah. Ich habe eindeutig zu viel A Link to the Past gespielt. Oder muss man die auch so aufwerfen, die Tür hier? Oder? Sind die Dinger eingesperrt? Na, Tatsache. So, Elefant. Dann kannst du sehen, wo sich die Endbosse und Truhen befinden. Als weitere Hilfe, ein akustisches Signal zeigt dir die Räume an, in denen Schlüssel versteckt sind. Nee. Mach keinen Scheiß. Diese Pferde werden wir noch lieben lernen. What? Ja, wenn ich jetzt wüsste, wie man die...